Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Skyrim mit eurem Bastinator LP, der sich hier immer noch durch die Kacke kämpft. So, Zaubertränke nehmen wir natürlich mit, auch wenn es kein Heiltrank ist. Wir müssen wirklich unbedingt mal... Alter! Was zum... Okay. Was mache ich denn? Okay. Ich laufe mal lieber so ein bisschen am Rande. Aha. Snake. Keine Ahnung, Walfisch. Hier nochmal das Vieh. Alles klar. Hä? Okay. Alles klar. Ach, hör doch auf. Wie soll ich das denn dann hinkriegen, bitteschön? Was ist der hier wieder falsch? Das Blöde ist, es drehen sich halt alle, ne? Auch nicht. Das ist immer einer, der falsch ist. Okay. Ah. Ich verstehe es nicht, aber ist okay. Muss ich nicht verstehen. Ich muss es nur schaffen. Da ist wieder eine Falle. Was denn? Ich dachte, es sei höchste Zeit, dass ich wieder zu euch stoße. Ja, schön, wenn ich hier schon... Das ist einfach faszinierend. Ja, dann komm mit. Oh. Nehmen wir mal mit. Wir nehmen mal das Labor. Gucken mal, ob wir denn überhaupt wissen. Nee, ne? Ich weiß nämlich gar nicht. Wie ich... Ein Eiltrank mache. Ich, wenn ich sterbe, nicht als herumschlurfende Leiche ende. Ich kann eigentlich nur... Nur raten. Ausdauer sinken, okay. Ausdauer sinken wollen wir nicht. Feuersalz. Vielleicht. Eine Todesglockenblume klingt doch nett. Pierstaub. Vielleicht noch ein bisschen Weizen. Ah. Vampirstaub hat also Gesundheit heilen. Gesundheit wiederherstellen. Okay,
Okay. Na gut. Ich habe keine Ahnung, wie wir einen Heiltrank hinkriegen können. Müsste ich mal... ja, entweder rumprobieren oder irgendwo nachlesen. Irgendein Rezept haben wir ja. Aber das war kein Heiltrank, ne? Müssen wir mal gucken, ob wir noch mehr Rezepte haben. Für Lähmung haben wir Dornherz und Sumpfpilzschote. Brauchen wir jetzt aber nicht. Ich hoffe, hier rennt keiner durch. Natürlich rennt jemand durch. Es wäre auch langweilig, wenn nicht. Bisschen Rezepte mitnehmen. Zutaten. Eisentür. Warum haben wir nicht die Waffen nicht mehr gerüstet? Das sieht nämlich schon wieder so ein bisschen unschön aus. Also so etwas. Nun seht euch das an. Ja, ich sehe es mir an. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass wir so etwas finden würden. Au, schub's nicht. Ich mir auch nicht. Der scheint mir ganz schön stark zu sein. Ich versuche, ihm etwas von seiner Kraft zu entziehen. Sehr schön. Au. Soll ich es denn beschäftigt halten? Nun greift es an. Okay, aber sieht mir immer noch ziemlich stark aus. Wo ist denn mein Mate? Wo ist es? Okay. Oh ja. Da bringt's ja nichts, wenn ich dich nicht sehe. Aha. Nice. So, waffentechnisch. Auch mitnehmen. Was ist das? Nun? Obwohl je einer meiner Großvater durch diese Hallen gelaufen ist? Nee, deine Mama. Was könnte was das für ein Ding? Ort sein? Ich habe keine Ahnung. Das ist erstaunlich. Wirklich erstaunlich. Der Erzmagier muss sofort informiert werden. Das muss er mit eigenen Augen sehen. Okay. Ich wage es nicht, das hier unbeaufsichtigt zu lassen. Ja, klar. Könnt ihr zur Akademie zurückkehren? Und Savos Aren von dieser Entdeckung unterrichten. Okay. Bitte beeilt euch. Okay. Ich dachte schon hier, ne? Ich soll jetzt hier bleiben, während hier 1000 Viecher rauskommen. Ist hier vielleicht noch irgendwas anderes zum Looten? Ich meine, wenn, dann wollen wir alles mitnehmen, ne? Hier auch die Seelensteine. Gold. Ja. Ich trage mal wieder zu viel. Es ist ja nichts Neues. Ist ja kein Problem. Kriegt gleich der Kollege. Hier noch ein bisschen Spaß. Naja, ich trage zu viel, ey. Es fühlt sich einfach irgendwie richtig an. Ja, ja. Kein Problem. Wie kann ich helfen? Du kannst Zeug nehmen. Und zwar das Ding, auf jeden Fall. Das hier kriegst du mal mit. Ach so. Okay. Vielleicht ein paar... Gifte. So.
Vielleicht mal noch so ein bisschen hier. Keine Ahnung, ob du damit was anfangen kannst, Digga. Aber du kriegst es. Geht ihr voran? Ja, mache ich auch. Wo ging es denn jetzt hier lang? Den Trollschädel brauche ich nicht. Wo war denn jetzt? Ach, da hinten, ja, genau. Da müssen wir erstmal gucken. Ich hoffe, hier geht's raus. Problemlos. Ohne Beef. Da ist auch noch eine fette Kiste. Oh, ein Wort. Eis. Eisform. Oh. Oh. Lösungszimmer. Ja. Ja. Warte mal. Hallo? Boah. Wer ist das Spiel abgeschmiert, wer? Eisform. Oh. Habe ich keine Drachenseelen mehr? So ein Mist. Wir brauchen mal wieder einen Drachen. Wenn jemand hat. Wenn jemand einen Drachen findet, sagt's mir. Das ist meiner. Sind die immer noch hier drin? Ah ja. Somit? Nein. Haben wir hier irgendwas zum Tor öffnen? Leute? Wollt ihr mich veräppeln? Hätte ich die Scheiße von der anderen Seite aus schon mal irgendwann öffnen müssen? Oder was? Ah, hier. Voll der kleine Griff. Da suche ich hier überall so einen Scheiß an der Wand. Das ist voll der Popelgriff da, ne? Großer Sack. Ah, Mehl. Brauche ich nicht. So. Himmelsrand. Von da aus können wir schnell zur Akademie. Und da sagen wir dem Kollegen Bescheid, ne, immer. Wir sind hier, um euch eine Lektion zu erteilen. Was? Ihr hättet nie herkommen. Habe ich mein eigenes Pferd abgeschossen? Ich helfe. Müsste schon besser sein. Muss ich das, ja? Ich kann euch nicht besiegen. Bei den Göttern! Okay. So. Ihr seid Luschen, meine Frau. Hallo? Ich dachte, er ist schon tot. Oh Mann. Ah, hier. Ja, wir haben nichts wirklich Brauchbares dabei. So, aber der Kontrakt. Hier ist die vereinbarte Summe. Ich erwarte, dass ihr wie vereinbart Hennis eine Lektion erteilt. Ihr braucht ihn nicht umzubringen, aber falls ihr euch doch dafür entscheidet, habe ich damit auch kein Problem. Gorm. Ja, mein Freund. Ich habe auch bald kein Problem mehr mit dir. Da kannst du aber von ausgehen, Junge. Ja. Da kannst du von ausgehen. So, jetzt gehen wir erstmal zur Akademie. Packen unsere Waffen weg. Und suchen den Kollegen, den wir da hinschicken sollen. Ich denke über viele wichtige Dinge nach. Ja, glaube ich dir. Schau mal, wo der jetzt rumgurkt.
Der nette Herr. Nutzlose Unterhaltungen liegen mir nicht, aber vielleicht benötigt ihr Hilfe Maul bei Beschwörungsmagie. Warte. Wo bist du hin? Seid ihr wirklich sicher, dass wir uns unterhalten? Ja. Noch ein neuer Lehrling. Seid ihr einer von denen, die glauben, sie seien hier, um die Welt zu ändern? Oder geht es euch nur um euch selbst? Ich versichere euch, dass ich euch alle sehr genau beobachten werde. Ich möchte mehr über die Talmor erfahren. Nachdem die Beziehungen zwischen Bund und Kaiserreich nun stabil sind, möchten wir nur noch Himmelsrand helfen. Wir möchten seine Einwohner durch diese Zeit der Veränderung leiten und sie in eine bessere Zukunft führen. Und was macht ihr hier? Ich bin der Berater des Erzmagiers. Die Talmor möchten die Beziehungen mit eurer Akademie fördern. Ich stehe dem Erzmagier zur Verfügung, wenn er Rat benötigt. Fragt euch der Erzmagier oft um Rat? Vielleicht nicht so oft, wie er sollte. Mit der Zeit wird er aber bestimmt mehr Vertrauen entwickeln. Okay. Dann tschüss. Was ihr hier lernt, lernt ihr fürs Leben. Digga. Ihr seid noch ziemlich neu hier, oder? Ja. Ich habe euch schon gesehen, aber wir haben uns noch nicht unterhalten. Sei froh. Nein, haben wir nicht. Nein, mein Herr. Wie eigenartig. Ich bin Savos Aren, Erzmagier der Akademie von Winterfeste. Ich bin sehr zufrieden, dass hier nahezu alle Aspekte der Magie erkundet und untersucht werden. Aber ich kann und werde keine Forschungen oder Experimente gutheißen, die Mitgliedern der Akademie absichtlich Schaden zufügen. Verstehen wir uns? Ja, super. Ich bin Hennes, der Depp vom Dienst. Ich muss mit euch über Sartal sprechen. Bitte sagt mir nicht, dass noch ein Schüler verbrannt ist. Ich muss mich gerade schon um genügend Dinge kümmern. Wir haben so eine Art Kugel gefunden. Tolf, dir wollte sie sich ansehen. Ich verstehe. Ich hoffe, es gibt von Tolf dir noch eine genauere Erläuterung. Danke, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Tolfdir kümmert sich normalerweise um eure kleine Gruppe, oder? Da er anscheinend beschäftigt ist und ich diese Entdeckung mit eigenen Augen sehen muss, solltet ihr vielleicht damit beginnen, dieses Thema zu untersuchen. Sprecht mit Urak im Arcanaeum. Vielleicht kennt er etwas, das zu eurer Entdeckung passt. Und? Gute Arbeit. Wenn ihr das nächste Mal Nordruinen erforscht, könnte euch das hier womöglich helfen. Oh, danke schön. Gut. Also gut. Dann gucken wir. Oh, warte mal. Können wir hier stibitzen? Ja. Schade. Aber den Zauber haben wir ja schon. Oh, guck mal. Krankheit heilen. Sehr schön. Brauche ich aber jetzt nicht. Was war das? Weiß ich nicht. Irgendwas hatte mir noch beigebracht oder mir gegeben oder was weiß ich. Aber irgendwie war es nichts. Ist egal. Irrelevant. Irgendwas mit einem Licht und bla bla bla. So, jetzt müssen wir auf jeden Fall müssen wir nicht dahin. Wir müssen nicht dahin, sondern dahin. In die Halle der Elemente. Und da seid ihr ja. Ich habe euch schon gesucht. Warum? Ich wollte euch nur wissen lassen, dass Ancano nach euch gefragt hat. Ich glaube, er sucht nach euch. Ja, später. Warum sollte Ancano nach mir suchen? Ich bin nicht sicher, nur... Hallo, nicht sicher. Nun passt auf, was ihr zu ihm sagt, ja?
Gibt es ein Problem? Nein, nein. Nun, ich glaube jedenfalls nicht. Ganz unter uns, es gibt Gerüchte über ihn, dass seine Beraterfunktion nur ein Schwindel, ein Vorwand ist. Mhm. Dass er in Wirklichkeit für die Talmor spioniert und versucht, ihnen Informationen zu liefern. Ob das stimmt, kann ich nicht sagen. Aber ja, es kann nie schaden, etwas misstrauisch zu sein, nicht wahr? Mhm. Danke für die Warnung. Gern geschehen. Ich möchte Zerstörungsmagie trainieren. Ich kann euch weiter ausbilden, aber für das, was ihr mit diesem Wissen tut, übernehme ich keine Verantwortung. Ist ja kein Ding. Kosten das. Nicht viel. Gut. So. Haben wir das mal ein bisschen verbessert. Wir müssen sprechen. Mit wem? Jemand, der anscheinend nicht hier drin ist, oder? Ah. Natürlich müssen wir wieder da rein. Die Quest war noch nicht aktiv. Naja, kein Thema. Das ist mit. Ich muss jetzt mal die schöne Quest mit dem Eisgeist machen. So. Müssen wir jetzt hoch oder runter? Runter. So, und was uns erwartet hier weiter in der Akademie, sehen wir in der nächsten Folge von Skyrim. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.